Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Surviving Mars und nicht Mars Attacks. Ja, Mars Attacks war scheiße. Willkommen, ich hoffe, euch gefällt die Serie bisher, die kleine. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr, es macht sehr viel Spaß und es ist sehr fordernd. Zum Glück nicht zu fordernd, momentan ist alles noch im Rahmen. Aber wir müssen langsam echt gucken, dass wir hier in die Puschen kommen. 450 maximale Sensorverstärkung, super nice. Super mega nice durch einen so ein Sensorturm einfach. Da habe ich. Achso, wir haben genug. Wie sieht's hier aus? Hier war doch unser. Ja, hier ist unser Rover. Oh, der könnte Probleme machen. Ich hoffe, wir kriegen hier unten schnell Strom hin. Über unseren neuen Tunnel, der gebaut werden soll. Das wird alle unsere Maschinenteile fressen, was gefährlich ist. Das ist sehr gefährlich. Wir müssen sehr aufpassen jetzt mit der Erweiterung, die wir hier momentan vorhaben. Obwohl, die geht ja noch gar nicht, diese Erweiterung. Da können wir also noch abwarten, weil unser Rover nicht da ist. Unser RC Rover hier. Ja, guck mal, jetzt auf einmal muss ich es doch ablegen, oder was? Strange. Sehr, sehr strange. Manchmal muss ich gar nichts ablegen, manchmal muss ich alles ablegen. Muss ich nicht verstehen, ne? Muss ich nicht. Okay, wo gehen wir am besten hin? Ich glaube, unser Transporter geht einfach wieder zurück und packt hier schon mal unsere Sachen einfach wieder weg. Weil es sehr intelligent, dass ich hier wieder hingeportet wurde. So, alles einfach weglegen. Während unser Galileo in die Richtung geht. Ja, ich weiß, dass deine Batterie fast leer ist. Okay. Wasser haben wir hier echt viel. Wir haben hier sehr viele Rare Metals. Das hier wird eine super Kolonie. Vor allem mit dem mittleren Dome. Oh, guck mal, zwei davon. Wenn ich ihn richtig platziere, kann ich vielleicht alle vier Sachen dafür kriegen. Vielleicht nicht die beste Sache, das zu machen. Mal gucken. Wir haben neue Technologien. Biomtechnik und allgemeine Bildung. Allgemeine Bildung, Kolonisten ohne ordentliche Spezialisierung unterliegen einer geringeren Arbeitseinbuße. Haben wir auch noch nicht wirklich drüber gesprochen. Zeige ich euch gleich, wartet mal. Und hier haben wir noch Biomtechnik, Farm erhöhen den Komfort aller Wohnräume innerhalb der Kuppel. Das ist auch nice. Für eine normale Farm, das ist super. Momentan nicht unsere Priorität. Was ich euch zeigen wollte. Also, wenn hier ein Kolonist arbeitet, der keine Spezialisierung hat dafür oder eine falsche Spezialisierung, dann kriegt der 50 an Leistung abgezogen. Die normale Arbeitsleistung ist 80, jetzt ist sie nur 30. Und die summierte Arbeitsleistung bedeutet halt, wie viel wir von dem Gebäude erhalten an Ressourcen oder so. Fordern sicherlich, aber sobald du einmal durch bist, glaube ich kaum, dass du deswegen in anderen End-Crisis-Szenarien nochmal spielen wirst. Mal schauen. Vielleicht nicht, vielleicht schon. Vielleicht warte ich auch auf den nächsten Patch oder so und guck dann nochmal rein. Mal gucken. Vielleicht wäre es aber interessant, wenn man sich einen anderen Landepunkt sucht. Ja, der andere Landepunkt kann natürlich auch viel ausmachen. Vor allem, weil die Teils halt ziemlich random sind, meine ich. Oh, das erste Rohr, das Leck schlägt, da hinten, hier. Aber eine Drohne ist schon dran. Ich gebe zu, einen Screenshot oder Trailer, der heute kam. Die Landschaft mit dem Krater in der Mitte sah geil aus. Es gibt vor allem auch ein Fotomodus hier, der vielen sicher Spaß machen wird. Zumindest Lucy oder sowas ist, oder so jemand ist ja sehr affin für sowas. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein paar Leute bei der Stange hält. Wir haben Sauerstoffknappheit. Das ist jetzt extrem schlecht. Das hier versuche ich auch schnellstmöglich wieder loszuwerden. Stattdessen können wir hier Kartoffeln machen. Dann können wir mit der Nahrung anfangen. Wir haben aber gut Nahrung momentan. Ich will nur noch warten, bis ich die hier auch wegnehme. Wasserknappheit und Dingsknappheit. Wir müssen echt loslegen hier. Wir könnten noch einen Moxie bauen, aber das Dumme ist, dass ein Moxie Wasser braucht. Wie viel haben wir denn noch gelagert? Oh, Kacke, fast gar nichts. Ja, wir brauchen nicht bald Wasser, wir brauchen Wasser jetzt. Und nicht so jetzt, sondern so jetzt. Oh, scheiße. Okay, dann machen wir hier Wasser hin. Ich wollte eigentlich davon absehen, hier Wasser abzubauen. Warum ist das Metall nicht Wasser? Wo ist Wasser? Da. Nee, auf der Station. Goddammit, wo ist Wasser?
Ja, zu blöd zum Gucken oder was? Da, Wasserextraktor. Ich wollte zwar davon absehen, hier einen zu bauen, aber jetzt ist es notwendig. Und ja, ich finde es gut, dass der bei beiden Sachen hier abbauen kann. Warum bist du nicht hier unterwegs, Freund? Schnellstmöglich, sieh zu. Oh, und die steckt hier fest. Oh, wunderschön. Dann schnell dahin. Und du hast auch noch wenig Strom, ne? Das ist ja eine geile Sache. Gary, ich kann nicht dann Offizier und mit Gründer und Überlebenskünstler sein, wäre mir lieber als Workaholic. Ach so, das meintest du mit Offizier sein. Okay, sorry. Dann habe ich dich falsch verstanden. Da ist er sogar direkt. Dragon Unity Benjamin. Ja, der Nachname bleibt. Warte mal, muss ich einen anderen Dragon Unity jetzt finden. Da war er. Der Herr Krause, dann wird es der Painter Sachs Krause. Finde ich super. Paint. Das ist ein richtig deutscher Kerl, ne? Der Painter Sachs Krause. Der Hausmeister. Der gerade im Garten chillt. Ist das nicht schön? Oh, der hat ja Spaß. Nicht arbeiten, ne? Nur chillen. So, das Problem ist jetzt echt mit dem Wasser hier. Mein dämlicher RC Rover braucht so lange. Leute, uns geht das Wasser aus. Scheiße. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben auf jeden Fall noch ein klein bisschen Zeit. Bitte, Dragon Unity, immer gern. In RC Origins bekommt man sogar ein Achievement, wenn man Fotos macht. Auch wirklich. Hm. Das ist Übung, Jade. Ich kann mit den Tools auch nicht umgehen, aber ich habe auch nicht so die. Nicht so den Anreiz dafür, um das zu tun. Um ehrlich zu sein. Oh ja, noch eine Anomalie gefunden. Apropos, du bist auch fertig. Du brauchst eigentlich wieder Energie und allein aus dem Grund solltest du erstmal zurückgehen und dir ein bisschen Energie schnappen. Okay, jetzt wirst du aber hier hochfinden, oder? Von wegen Pathfinding, Freund. Wir brauchen deine Drohnen hier, verdammt nochmal. Und du bist leider außer Betrieb. Yay. Ist egal, das kann unser Explorer auch holen. Wir brauchen den gerade nicht. Sobald er hier wieder fit ist, gibt er einfach die Hälfte seiner Energie ab. Und damit kann er sich als Tourist tarnen. Ja, genau. Sieht der Char mit einer Kamera nicht doof aus bei HC? Ja. Irgendwie schon, vor allem mit einer Kamera, ne? Im alten Ägypten, 5000 vor Christus oder so. Naja, wohl, das ist halt schon frühes Ägypten. Nee, doch, frühes. Spätes wäre dann ja näher an Christus. Ich weiß nicht, ob wir das nicht mal. Aber ich bin auch doof. Sektor wir haben sehr scan. Viel Concrete. Anomaly found. Vielleicht sollten wir ein weiteres Concrete-Lager aufmachen, ehrlich gesagt. Wäre das mit. Allerdings möchte ich das mehr hier in der Nähe aufmachen. Oh, guck mal, jetzt rennen sie sofort los. Resources are low. Beton! Das hat einen bestimmten Grund, weil ich das nahe der Fabrik hier haben will, der Treibstofffabrik. Und wieder genug Wasser? Warum haben wir nicht genug Wasser? Was ist los? Nicht genug Strom. Ach so, gar keinen Strom, weil ich habe gar keine Kabel verlegt, ich Volltrottel. Oh, das ist so mega geil. Gary Khan, Leute, Gary Khan, nur keinen Strom verlegen. 800 vor Christus, ja, okay. Das ist schon spätes Ägypten, meine ich. Morgen kommt mein Shadow of War, au. Oh, viel Spaß, Viri. Lass dich nur nicht von den Lootboxen beißen. Aber die sollen eh relativ, also soweit ich es gemerkt habe auch, sollen die relativ sinnbefreit sein, also nicht wirklich. Man fühlt sich zum Glück nicht wirklich genötigt, die zu nutzen, was ich sehr schön finde. Sektor scanned. Okay, was wir jetzt auf jeden Fall brauchen, ist Polymere und elektronische Geräte. Und darum auch hier dann der Dome. Ja, aber hier ist auf jeden Fall eine super Abdeckung jetzt mit den zwei Türmen. Hier hinten nicht so ganz, aber oh well. Okay. Können wir das Ding jetzt bauen?
ist die Frage. Und wie sieht's mit euch hier unten aus? Okay, du hast die Hälfte der Energie, dann kommt ihr jetzt beide wieder hier hin und ladet euch auf. Und danach kann der hier noch ein bisschen weitergehen und weiter erforschen. Ich habe echt das Forschen ein bisschen vernachlässigt. Ich finde es schade, dass man das nicht automatisieren kann. Zumindest soweit ich weiß. Das ist ein bisschen traurig. Weil sobald er was erreichen kann, sollte er selber holen können. Warum muss ich das dauernd machen? Der Krater ist geil, oder? Schaut ihn euch an. Sieht voll gut aus. Ich könnte sogar da drin einen Dom bauen. Einen kleinen nur, aber ich könnte einen bauen, schätze ich. Ja, obwohl, mit dem Tunnel vielleicht nicht. Der wäre ein bisschen zu groß dann. Aber sonst würde der reinpassen. Vielleicht doch. Der Krater ist groß. Oder? Der Krater ist ziemlich groß. Ja, hier unten der Bauplatz aber nicht. Schade. Das wäre irgendwie lustig. Da können die Alten rein. Schön geschützt, weißt du? Und dann können sie da ihren Lebensalltag fristen. Bis zum Ende. Interessanterweise, ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob wir mehr Kinder bekommen haben. Doch, haben wir. Oh, wir haben zu viel sogar. Die können ja nirgendwo unterkommen, oder? Ich habe doch nur 24. Ich habe 28, okay, 28 Möglichkeiten. Dann haben wir 3 Kinder bisher bekommen. Schade, dass man da auch keine möglichen Informationen bekommt irgendwie. Wir haben nur ein Kind, einen Jugendlichen. Das sind schon mal 2 Kinder. Ich glaube, das erste Kind ist nur schon erwachsen geworden. Deswegen, man verliert so ein bisschen das Attachment zu den Leuten. Und das ist schade. Das ist wirklich sehr schade, finde ich. Okay, das Ding ist gebaut worden. Dann brauche ich ja erstmal dort nichts mehr. Wir brauchen irgendwie noch einen Drone-Hub, der das hier auch versorgt. Ja, wir brauchen auf jeden Fall hier noch einen Drone-Hub. Soll ich jetzt einen bauen? Ich will meinen guten nicht dahin bauen, ehrlich gesagt. Wir brauchen den unten beim zweiten Dome. Wenn das hier mal getan ist. Und wir brauchen hier ein Lager für... Eigentlich reicht ein Universallager und ich packe einfach alles ein, was ich kann mit meinem Transporter. Und erstmal Beton und bringen darunter. Währenddessen gehst du schön hier noch ein bisschen was abgrasen. Oh Gott, ist alles so weit draußen hier, aber das können wir gebrauchen. Ja, sehr sogar. Wir haben so lange schon keine Technologie mehr erforscht. Wir müssen endlich mal weiter erforschen. Bla bla. Das mit dem Grindy, genau. Okay, hatte nur etwas in der Richtung gehört. Ich habe auch gehört, dass es sehr grindy werden soll. Und Jade hat nicht eine Minute grinden müssen, okay? Ich habe schon ein bisschen gegrindet, so ein bisschen, aber eher aus Lust einfach. Ich hatte einfach Lust, ein paar Orks zu metzeln, offscreen. Dadurch habe ich ein bisschen gegrindet. Aber das kann man dem Spieler nicht vorhalten, dass ich das freiwillig gemacht habe. Das ist ja meine eigene Blödheit. Noch ein Sektor gescannt. Sehr viel Beton hier oben. Bisschen Wasser. Das Wasser hier unten müssen wir auch noch anzapfen, dann auf jeden Fall. Aber dafür brauchen wir eigene Drone-Hubs. Ist die Frage, wir haben noch keine, ne? Wir haben noch nicht die Möglichkeit, welche zu machen. Das ist mir nicht so wichtig, ich will den Drone-Hub haben. Und ich will den Drone-Hub relativ weit oben sehen. Denn wir müssen welche bauen. Das hier ist schon ein No-Go. Das könnte uns schon sehr viel kosten. Research complete. Apropos Kosten, wir haben ein bisschen Geldmittel. Wir haben sehr wenig Forschung pro Sol. Das hat uns gerade sehr viel gekostet, aber das wird uns sehr viel sparen. Und hier haben wir Gesteinsabfallverflüssigung. Die Drohnen können aus Gesteinsabfällen, die in Mülldeponien gelagert werden, Beton extrahieren. Sehr geil, leider viel, viel zu teuer für den Moment. Was nehmen wir jetzt als nächstes? Ich meine, Drohnenrobotik, Drohnenhub ist super. Breakthrough? Breakthrough bringt uns viel Geld. Also warum nicht? Lassen wir es einfach mal durchlaufen, wir brauchen den Kram hier eh alles. Ich wünsche nur, wir könnten schon mal unsere Leistung erhöhen, aber momentan müssen wir erstmal das hier fertigstellen. Und da haben wir noch Probleme bei.
Du bringst nochmal 45, damit ist das hier voll. Ja, na komm. So, den letzten kannst du wieder mitnehmen. Was brauchen wir noch? Wir brauchen 20 davon und 30 davon, okay. 30 Maschinenteile wird halt weh tun. Found. Hier ist mir ganz egal, wo es ablegt. Wir haben noch eine Anomalie gefunden. Ja, okay, das ist eine gute Anomalie. Die wollen wir direkt haben. Mehr Forschung. Denk dran, bis Sol 100 müssen wir 40 Technologien erforscht haben. Wir sind gut dabei, denke ich, aber... Das Aftergame kann höchstens etwas nervig werden, aber ich will dich da jetzt nicht spoilern, okay? Ich habe es für die PS geholt, damit ich die Orks auf dem großen Fernseher metzeln kann. Wunderschön, Viri. Man genau sieht, wie die Köpfe wegfliegen, ne? Oh, hier haben wir auch noch ein paar. Sehr schön, okay. Aber ich will auf jeden Fall hier unten hin. Hier ist eine Menge. 900. 900, das wird für den Rest des Spiels wahrscheinlich reichen, für die elektronischen Geräte. Wenn wir da einen mittleren Dom setzen, können wir auch so viele Leute reinpacken, dass es krank ist. Der mittlere schon. Ich will auf jeden Fall auch einen Megadom bauen, Leute. Megadom, sage ich euch. Der ist mega. Der ist mega geil. Okay, wir haben ein bisschen Sauerstoffüberschuss, wir haben Wasserüberschuss, wir haben eine Menge Stromüberschuss. Research alles ist gut. Complete. Und wir haben sehr wenig eigentlich für Stromsachen gebaut. Der Drohnenhub ist fertig. Die Research... Oh, yes! Yes, 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 yes. CO2-Düsenantrieb. Neues Gebäude Shuttle Hub. Beherbergt und betankt Shuttles, die Langstreckentransporte von Ressourcen und Kolonisten zwischen Lagern bzw. Kuppeln durchführen. Es ist nicht einfach, einen auf Luft basierenden Düsenantrieb so anzupassen, dass er in der zu 95% aus Kohlendioxid bestehenden Atmosphäre des Mars funktioniert. Ja, sehr schön. Dennoch wollen wir das haben, denn dieses Ding ist mega geil. Dann muss ich so eine Scheiße hier gar nicht mehr machen. Dann ist das gleich erledigt von passiven Drohnen, die einfach nur für mich arbeiten und alles ist gut. Likes. Mach hier bitte Metalle. Und bring die einfach hier hin. Eigentlich brauche ich das hier Sektor gar nicht. Scanned. Kann ich gar nicht brauchen. Keine Ressourcen. Okay, was haben wir hier noch? Mach die zwei bitte auch noch. Ein bisschen Anomalie-Gedöns. Wo kannst du noch was Schönes holen? Hier unten will ich, dass du was holst. Denn hier kann was Gutes bei rauskommen. Ich glaube sogar Breakthroughs oder sowas können dabei rauskommen. Habe ja bei Gary schon einiges gesehen. Stört mich jetzt nicht wirklich, auch wenn ich einiges einfach seltsam finde. Okay. Ich bin erst bei der Festung Nummer 2 einnehmend. Also ich bin noch überhaupt nicht weit anscheinend. Und Shadow of War will ich natürlich auch weitermachen, aber wie gesagt, erst nach der These ist alles. Und da habe ich vor, so richtig ein paar Tage zumindest Hardcore zu produzieren, als kleine Belohnung. Mal gucken, wie ich Melly dazu überreden kann. Aber jetzt habe ich eine Stromknappheit. Hallo, Schatz. Nicht wegschmeißen. Du hast heute schon einen Eistee weggeschüttet. Kannst du nur, der gute Eistee. Das hier ist gefährlich. Wenn das Ding zusammenbricht, dann ist vorbei mit Wasser. The rover manipulators held the silver-white mineral up to the camera, just as the chemical analysis came through. We found tellurium. Was? Tellur? Die feinen Manipulatoren des Rovers haben das silberweiße Material auf der Kamera angezeigt, dass die Daten der chemischen Analyse durchgegeben wurden. Tellur, was auch immer Tellur ist. Innerhalb kürzester Zeit war der Chefingenieur der Einsatzabteilung in der Kommunikationsstation mit den ferngesteuerten Erkunde Anweisungen zu geben, wie er mit der Entdeckung umgehen und sie analysieren sollte. Es war amüsant, die beinahe kindliche Aufregung in den Augen eines Experten zu sehen. Das ist eine wichtige Entdeckung, die es uns erlaubt, eines der ältesten Probleme der Metallurgie zu überwinden. Leicht zu verarbeitende Metalle ermöglichen uns die ökonomische Herstellung von Komponenten, jedoch leidet darunter meistens deren Leistung und umgekehrt. Deshalb war es für Ingenieure seit jeher eine Herausforderung, eine Möglichkeit zu finden, beide Faktoren auszubalancieren. Die Verwendung von Tellur in Eisenlegierungen sorgt für bessere Leistung in beiden Bereichen. Die Technologien im Robotikbaum erhalten einen Technologieboost von 10%. Geil. Mega geil, Leute. Das war wichtig. Also die Augen sollten wir präferieren, habe ich so das Gefühl. Kann ich chainen? Kann ich nicht. Meh. Ich hoffe, du findest deinen Weg, Chef. Sonst haben wir bald ein Problem. Sektor scanned. Anomaly found. Drei Anomalien. Wow.
Okay, nice. Und noch ein Auge. Ihr seht schon, warum die so geil sind. So, was fehlt uns hier noch? Ja, ich weiß, dass du wenig Strom hast. Wird schon. Ja, sieh einfach zu, genau. So, den Kram kannst du hier schön ablegen. Die Drohnen sammeln das schon wieder ein. Wir wollen jetzt nur noch 30 Maschinenteile. Das ist praktisch unser gesamter Vorrat an Maschinenteilen. Genau 30, wunderbar. Können wir uns das überhaupt leisten? Ja, können wir. Kann der Pipe Leak, jetzt verlieren wir ein bisschen Wasser, aber ist okay. Ah, wir hatten Strom Leak, glaube ich. Ja, ja. Und das Gebäude funktioniert nicht. Ja, werden wir sofort machen, sobald der Tunnel steht. Dann können wir uns darum kümmern. Stimmt, habe mich am Anfang auch das ein oder andere Mal in den Kopf gefasst. Aber das ist ja kein Star Wars, da wäre ich viel kritischer. Wow, Biri. AC Origins spielt übrigens 49 vor Christus. Ah, okay. Ja, dann ist es absolut spätes Ägypten, meine ich. Mag mich auch irren, aber ich denke schon. So, das heißt, wir kommen jetzt da runter. Das ist schön. Du geh dich erstmal wieder aufladen, Chef. Haben wir leider alles verbraucht davon. Jetzt noch ein bisschen Metal, aber das ist okay. Okay, wir kommen jetzt hier runter. Das ist schön. Das heißt, wir können hier jetzt auch wunderbar alles ausbeuten. Jetzt ist die Frage. Wir brauchen einen Dom. Eine mittlere Kuppel. Und yeah! Schaut euch das an, wie wunderschön das ist. Da sind zwei blockierende Objekte. Metall. Kein Problem, das kriegen wir ganz schnell da weg. Aber seht ihr das, wie perfekt die Kuppel dahin passt? Als hätten wir es geplant, Leute. Als hätten wir es geplant. Und damit können wir alles... Wir können das Ding sogar hier hinpacken und würden alles kriegen, weil nur die Ausbeutungsfabrik muss praktisch, also der Extraktor muss praktisch in diesem Radius sein, damit die Kolonisten hinkommen können. Und der hat ja selber nochmal einen Radius, in dem der Rest sein müsste. Super, mega gut, Leute. Richtig geil. Also hier haben wir eine ganze Weile, wo die Leute schuften können. Das hier ist ein super Industriedom. Oh, apropos. Ich habe am Anfang noch erwähnt, ne? Ich habe ja voll die geilen Skins. Das hier ist der, ich weiß gar nicht, wie der gerade heißt, dieser Stil. Metropolis, glaube ich. Metropolis Dome. Und das hier ist der Stellaris Dome. Und wir werden alles auf Stellaris lassen, weil Stellaris ist geil. Ja, viel schönere Domes. Der Skin ist übrigens ein Pre-Order-Skin. Also, ja. Traurig, wenn man nicht pre-ordert hat, aber egal. Mir gefällt der Skin nämlich sehr. Ja, Star Trek bin ich auch kritisch. Star Trek, wenn du da kritisch bist, warum, wie kannst du das alles noch schauen? Star Trek ist ja nur Blabla. Da stimmt ja gar nichts. Bei Star Wars würde es mich nicht stören, zumindest wenn es die Originalserie oder Next Generation ginge oder Rest ist mir egal. Du meinst Star Trek, ja, okay. Habe mir gestern in Memoriam die TNG-Folge mit Hawking angeschaut. Ach, da gab es eine, wirklich. Das wusste ich nicht. Das ist mir neu. Okay, was ist mit unserem Dings hier los? Du bist soweit ready. Wie wär's, wenn du dann hier runterkommst? Analyzed. Sector scanned. Anomaly found. Und dann mal das Zeug hier wegnimmst. Nimmst einfach alles und bringst es hier hoch. Nee, nicht da hoch. Stattdessen lagerst du es dort. Noch mehr Anomalien, das ist schön. Ich hätte aber lieber mehr Breakthroughs. Ja, dammit. Die Breakthroughs, Leute, die können so gut werden in diesem Spiel. Das ist pervers. Also die werden wirklich anormal gut, sage ich euch. Die werden praktisch illusorisch. Und ich find's mega geil. Weil das macht irgendwie Sauspaß. Einfach weil die so mega unsinnig sind, so Star Trek einfach sind. Ja, ich weiß, damit mache ich mir keine Freunde, aber ist mir egal. Okay, hier ist auch ziemlich voll. Research complete. So, dann könnt ihr das wegräumen. Batterieoptimierung, sehr schön. Das gab jetzt einen schönen Boost.
Und wir haben das andere, was ich hatte, hier auch fertig, den Shuttle Hub. Und wir haben direkt noch marsianische Aerodynamik. Das Shuttle-Tempo wird erhöht. Nice. Nice. Betankte Extraktoren ist auch nice. Wir sollten fossile Brennstoffe nicht nur verbrauchen, sondern sie dafür einsetzen, nukleare Energie, Wasserenergie und erneuerbare Energiequellen weiterzuentwickeln. Wladimir Putin. Das sind zumindest mal keine dummen Worte von dem. Das Entwickeln von Shuttles für Flüge in einer Atmosphäre mit niedriger Dichte, niedrigem Druck ist wesentlich effizienter, wenn man sich selbst in einer Atmosphäre mit niedriger Dichte, niedrigem Druck befindet. Ja, das macht natürlich Sinn, ne? Ist klar. Läuft. Das ist eigentlich auch eine geile Sache. Ich will aber erstmal jetzt die ganz günstigen Sachen abarbeiten. Ich will auf jeden Fall die günstigen Sachen loswerden. So. Auch damit wir die Technologien vollbekommen, die wir brauchen. Das geht ja recht schnell. Wir werden jetzt aber auf jeden Fall einen Shuttle Hub bauen. This instant. Wo ist der? Mir scheißegal, wie viel der kostet. Oh Gott, der kostet so viel. Das wird eine gefährliche Investition, aber ich glaube, wir brauchen sie. Select a sector to scan. Irgendwelche Objekte blockieren hier. Ach so, ich darf nicht auf dem... Ah, okay. Das muss neben dem Stromkabel doch sein, ne? Ja. So, wir werden noch eine Dingsfabrik hier hinsetzen. Eine Treibstoffraffinerie, denn wir haben... Warte mal, wie viel kostest du? Okay. Ja, wir haben alles. Und wir werden dann noch ein Treibstofflager hier hinpacken. Denn der Shuttle Hub braucht Treibstoff. Und wir wollen ihm natürlich den Treibstoff geben, denn der gibt uns ja auch was dafür, nämlich Freude und Spaß. Denn er erleichtert eben diese Verteilung von Rohstoffen sehr. Und diese Drohnen sind sogar ziemlich intelligent, denn die handeln anhand von Demand. Und das ist sehr cool und sehr schön. Macht sehr viel Spaß. Wie wär's, wenn du den Kram hier auch nimmst? Okay, du willst direkt entladen, du Held. Ich weiß nicht, was du jetzt machst, aber du machst sicher nur Blödsinn. Ist okay. Open the pod bay doors. Build a shuttle hub. Nice. Oh, so viele schöne Achievements, Leute. I love it. Ich liebe Achievements. Ja, und jetzt haben wir hier geile Drohnen. Und die Drohnen sind mega cool. Okay, die kosten elektronische... Yeah. Aber inaktiv 3 Stück. Okay. Wir können neue bauen. Die sind sauteuer, leider. Die Stromknappheit ist jetzt ein Problem. Moment. Okay, wir haben Nacht. Also das ist absolut in Ordnung noch. Sollte in Ordnung gehen. Aber ich hätte trotzdem gerne ein bisschen mehr davon. Wie wäre es, wenn wir noch ein Windrad dazu bauen? Sektor scanned. Oder 2. Dann passt das wieder. Wir haben wieder einen Sektor gescannt. Sehr schön. Den da könnt ihr auch scannen. Den da auch. Passt. Scannen geht gut voran diesmal. Wo war das mit dem... Wo war das mit Dings? Hawking, genau. Ja, er spielt Poker mit Data, Newton und Einstein. Ah, okay. Holodeck wahrscheinlich, ne? Alles, was nach Picard kam, kann ich eh nicht mehr als Star Trek ernst nehmen. Okay, wenn ihr das meint. Ich fand zumindest Voyager toll. Ich mag Voyager. Ich weiß, damit bin ich ziemlich allein auf weiter Flur. Rumba mag Voyager noch. Und Melly. Ja, natürlich, Schatz. Du natürlich auch. Das könnt ihr ja nicht schauen. Weil dann würde ich ja jedes Mal gehauen, wenn ich das will. Wir haben auch noch gut Metalle, aber es wird immer weniger. Da müssen wir auch drauf aufpassen. Nicht, dass wir uns hier verbauen alles. Ja gut, hier sind Metalle, also... Können unsere Drohnen holen. Ich glaube, wir brauchen einen Shuttle Hub da in der Nähe, ne? Bin mir nicht ganz sicher. Apropos Drone Hub, meine ich. Apropos Drone Hub, wo bist du? Der. Wir brauchen dich hier. Okay, wisst ihr, erstmal sollte man den Dome dafür pflanzen. Sector scanned. Und der muss hier hin. Und ich denke, hier ist der perfekte Ort dafür. Ich denke schon. Rien ne va plus, nichts geht mehr. So, jetzt können wir nämlich sagen, du Duodenum nimmst alles und packst es, keine Ahnung, hier hin. So, dann
brauchen wir Strom und ähnliches. Also erstmal V. Willkommen. Hitman 1987. Willkommen. Willkommen, Gameridia. Und ich hoffe, du hast Spaß an. Wie heißt das Spiel? Surviving Mars. Dankeschön. Keine Ahnung, ich bin gerade voll im Blackout. Ich denke gerade nur an Rohre. Das klingt irgendwie so falsch. Cable fault reported. Ja, egal. So, das war ein bisschen dumm platziert. Warte mal, der Dom ist nicht gut platziert. Sector scanned. Anomaly found. Nimm den doch mal weg, Chef. So. Dom. Jetzt. Okay, das ist super. Und ich glaube, so passt immer noch ziemlich gut. Ja. Und dann können wir nämlich jetzt sagen, V. Ups. Das Ding dorthin. Dann du, Kabel. Passt. So, jetzt haben wir den nämlich auch verbunden. Wir haben dummerweise keine Drohnen in der Nähe. Now that the most critical phase of the mission is behind us, we would argue it's a good time to start focusing on our mission evaluation goals. Ja gut, also ganz ehrlich, ich habe noch mehr als genug Zeit. Jetzt, da die wichtigste Phase der Mission hinter uns liegt, sind wir der Meinung, dass es ein guter Zeitpunkt wäre, uns auf die Missionsbewertungsziele zu konzentrieren. Effekt, du hast nur 61 Souls, um dein Bewertungsziel zu erreichen. Ziel, verfüge über 40 erforschte Technologien bis Soul 100, aktuell erforschte Technologien 26. Wir haben über die Hälfte und haben noch zwei Drittel der Zeit. Also, ja, ganz ehrlich, nee. Ja, Q ist super, aber Garak ist der Beste. Ich hasse Q. Oh mein Gott, Q sollte man erwürgen. Jedes Mal, wenn er auftaucht, möchte ich ihn erwürgen. Ah, cool. Und Hitman hat auch über Dings gefollowt. YouTube läuft ja, ne? Ich hoffe, YouTube läuft. Apropos, Leute. Wir planen unsere nächste Expansion und deshalb werden wir jetzt hier einen kleinen Cut machen. Und beim nächsten Mal sehen wir, ob die auch erfolgreich sein wird, Leute. Es kann so viel schief gehen. Auch nur ein Meteoritensturm könnte das ganze Ding jetzt zum Einsturz bringen, ne? Das wird wunderschön. Bis dann, Leute. Tschüss. Lasst einen Daumen da und einen Kommentar. Tschüss.